Wie grillt man eigentlich eine Dorade? Die besten Tipps und Tricks zeige ich euch in diesem Video und das Rezept ist wie immer unten in der Infobox. Die Dorade ist schon gründlich gewaschen, sie ist geschuppt und auch schon wieder trocken getupft. Kleiner Tipp, ihr solltet unbedingt drauf aufpassen, denn diese Stacheln hier oben von den Flossen, die sind super spitz und da kann man sich richtig dran wehtun. Zuerst schneide ich meine Zitrone in Scheiben, die kommen dann später in die Dorade und aus dem Rest mache ich den Saft für die Marinade. Die weiteren Zutaten für meine Marinade ist Knoblauch, Thymian und Rosmarin und das Viertel einer Chilischote und das hacke ich mir alles richtig schön fein. Wenn unsere Gewürze so fein gehackt sind, geben wir sie jetzt zum Zitronensaft, Salz, Pfeffer dazu und ein ganz klein bisschen Öl. Für die Füllung schneide ich mir noch die Hälfte vom Frühlingslauch in feine Ringe. Vor dem Marinieren der Dorade schneide ich jetzt erst ein bisschen die Haut ein. Das hat den großen Vorteil, dass die Marinade eben auch das Fleisch würzt. So, jetzt geht's nur noch ans Marinieren und Füllen der Dorade. Meinen vorgeheizten Grill habe ich in zwei Teile aufgeteilt. Auf der einen Seite ist die reine Glut und auf der anderen Seite ist gar nichts. Da wollen wir indirekt grillen, denn unsere Dorade würde sonst auf dem Feuer verbrennen. Das Gitter sollte in jedem Fall eingeölt werden. Oh, schaut mal, die sieht doch richtig appetitlich aus. Die drehen wir jetzt um und grillen sie fertig. Wow, richtig lecker und wie das duftet. Darüber noch ein bisschen Salz und ein Spritzer Zitrone. Schaut euch das an. Schneeweiß und saftig. Das solltet ihr doch unbedingt selbst einmal ausprobieren. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich sage viel Spaß beim Grillen. Tschüss, euer Kalle. Perfekt.